So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier reinschaut zum heutigen Video zu Everdell von James Wilson von Starling Games. Das ist ein Kickstarter-Spiel gewesen. Ihr seht hier schon, der Baum, das ist so das Kickstarter-Gimmick. Man muss schon sagen, stellt euch vor, ihr kommt irgendwo auf so ein Spieletreff oder einen Spieleladen und ihr seht das hier so aufgebaut. Da sagt ihr auch sofort, also einige wahrscheinlich von euch, so, wow, das sieht schon mal cool aus. Was ist denn das überhaupt? Und so dieser Baum hier, der ist so ein bisschen das Kickstarter-Gimmick. Sage ich später noch ein bisschen was zu, wie man schon sieht, ne? Wenn man auf der anderen Seite vom Tisch sitzt, ist der ein bisschen unpraktisch. Aber bei dem Spiel, ne, das Artwork ist halt wunderschön, diese ganzen Tierwesen und dieses Waldthema und so. Und auch hier mit diesen Bären und den Kieselsteinen und dem Harz und den hier den Holzzweigen und diesen knuddeligen Tieren, die man als Worker hat. Ne, das sind so kleine Eichhörnchen. Das sieht halt sehr knuddelig aus und denkt so, na, hoffentlich ist da auch ein cooles Spiel hinter. Und ich muss sagen, das Spiel ist extrem gut. Es ist sehr also krass tiefgehend. Es ist ein klassisches Spiel. Man fängt mit nichts an und macht vielleicht auch nur ein oder zwei Sachen in der ersten Runde. Wenn man es irgendwann kann, kann man auch so vier, fünf, sechs Sachen machen. Ein bisschen wie bei Imperial Settlers. Und es wird halt nach und nach immer größer. Man spielt vier Runden, kriegt immer mehr Möglichkeiten, kann immer mehr machen. Und am Ende muss man schon aufpassen, dass man nicht zu viel gemacht hat und zu viel Kram hat. Das ist wirklich richtig cool. Hat allerdings auch durchaus Schwächen. Das gucken wir uns gleich an. Ich werde euch jetzt einmal eine Solo-Partie zeigen und dabei quasi losspielen. Direkt sagen, was mache ich hier, warum mache ich das, worauf kommt es an, dass ihr einen Eindruck vom Spielgefühl bekommt, was so das Gute an diesem Spiel ist, was so, ob das so euer Ding ist oder nicht. Ich muss sagen, bei mir triggert das echt extrem viel, ich finde das echt gut und ihr könnt einfach so lange zugucken beim Let's Play, wie ihr wollt. Und wenn ihr denkt, hey, ich habe genug gesehen, guckt ihr einfach oben irgendwo hier in der Ecke ist eingeblendet, wo das Fazit kommt, springt dahin und dann sage ich so ein kurzes Fazit. Ich habe jetzt so 6, 7 Partien gespielt und kann euch da mal meine Eindrücke schildern. So, am Anfang hat der Startspieler 5 Handkarten und 2 Worker. Alle anderen Spieler haben auch 2 Worker und jeder Spieler hat eine Karte mehr. Ganz, ganz wichtig in diesem Spiel, das Handkartenlimit beträgt immer 8 Karten. Sprich, habe ich 8 Karten auf der Hand und ich kann noch eine Karte ziehen, darf ich keine weitere Karte ziehen. Habe ich 7 Karten auf der Hand und kann 2 Karten ziehen, ziehe ich eine Karte, fertig. Ich ziehe dann nicht 2, suche mir eine davon aus und werfe die ab. 8 ist immer das harte Limit. Und dieses Spiel arbeitet mit solchen harten Limits. Auch bei, also wenn ich Karten aufspiele, spiele ich die quasi von mir aus, in meine Stadt. Da ist das Limit 15 Karten. Nicht mehr. Also 15 einzelne Plätze für Karten. Manchmal gibt es Karten so Wife und Husband, die kann man zusammen hinlegen. Und, aber da ist auch 15 Karten echt das harte Maximum. Und es kann sein, dass ihr coole erste Runden habt, wo ihr richtig viel machen könnt. Und dann seid ihr irgendwie in der letzten Runde, in Runde 4 und habt irgendwie 13 Slots voll und habt total viel Kram und könnt nur noch 2 Sachen bauen. Und da muss man aufpassen, dass man die richtigen Sachen zur richtigen Zeit spielt. Also das Spiel fordert, dass man fokussiert, dass man nicht alles macht, nur weil man es kann, sondern dass man auch mal überlegt, okay, ich schreite jetzt voran und ja, wie gesagt, das sind meine Starthandkarten. Wichtig ist aber, hier liegen ja auch immer 8 Karten auf der Wiese quasi, Meadow. Und diese 8 Karten gehören quasi auch zu meinen Handkarten. Sprich, ich kann immer, wenn ich eine Karte spielen möchte, hier oben stehen immer die Ressourcenkosten, die so eine Karte kostet, kann ich entweder eine von meiner Hand spielen, wenn ich die Kosten dafür bezahlen kann, oder eine hier aus der allgemeinen Auslage. Die wird dann sofort durch eine andere ersetzt. Sprich, ne, das sind so die Karten, die nur ich selbst spielen kann. Die Karten hier kann ich spielen, die kann aber auch jeder Mitspieler spielen. Das heißt, da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Will der mir jetzt das wegnehmen, was ich habe? Also man sollte, also theoretisch wahrscheinlich, seine Strategie hauptsächlich auf seine Handkarten aufbauen, aber auch mal gucken, was kann ich hier machen, was habe ich hier für Optionen, wo kann ich coole Kettenzüge bauen. Also das ist ein ganz cooles Konzept mit dieser gemeinsamen Hand und dieser privaten Hand, die ich habe. So, der Aufbau der Karten ist auch relativ klassisch. Wie gesagt, hier stehen immer die Kosten. Sprich, das hier sind so Bären, das ist Harz, das sind Zweige, das sind Kieselsteine. Kiesel braucht man meistens, um Gebäude zu bauen. Mit Bären kann man oftmals diese Tiere anlocken. Hier oben steht, also das ist jetzt der Shopkeeper. Das ist ein bisschen von Seven Wonders inspiriert. Hier oben steht General Store. Wenn ich ein Gebäude General Store gebaut habe, kann ich diesen Shopkeeper umsonst ausspielen. Muss da nicht die Bären für aufspielen. Ne? Genauso hier. Das Inn, die Kneipe quasi, da steht hier unten drunter Innkeeper. Und wenn ich das Inn gebaut habe, kann ich den Charakter völlig umsonst aufspielen. Das ist ziemlich cool. Da sollte man ein bisschen nachgucken, dass man da wirklich passende Kombos auf die Hand bekommt. Das Symbol hier zeigt immer an, was die Karte überhaupt macht. Ja, das hier sind Trigger-Effekte, sprich, ne, immer wenn ich einen Critter, also so eine Figur hier aufspiele, kriege ich dafür eine Beere. Das hier bietet immer noch ein zusätzliches Aktionsfeld, wo ich meine Arbeiter, ne, wir haben auch so ein bisschen Worker-Placement hinsetzen kann. Das hier sind einfach Extra-Punkte, hier kriege ich für jede Unique Construction. Ne, das hier ist eine Unique Construction, also einzigartig, das darf ich auch nur einmal
in meiner Stadt haben Punkte. Ne, das ist eine Common Construction. Da kann ich halt so viele von haben, wie ich möchte. Das ist ein Produktionsgebäude. Das zeigt hier dieses Blatt an, das da sprießt. Da bekomme ich halt, dass das hier in dem Feld steht. Und dann gibt es noch, haben wir hier gerade nicht, doch haben wir hier ausliegen, solche Symbole. Der handelt seinen Effekt einmalig aus, wenn er ausgespielt wird, und dann war es das. Also insgesamt gibt es 6 verschiedene Symbole, ich hoffe, ich habe die alle genannt. Und wie gesagt, jetzt kann man halt anfangen, also und hier stehen halt immer noch die Punkte, die das Ganze werte, sprich 1, 2, 4, 1 und 4 Punkte, wobei die eben auch nochmal irgendwie extra Punkte triggern können. Und ja, wenn ich jetzt dran bin, dann kann ich halt immer erstmal überlegen, okay, was hiervon möchte ich überhaupt aufspielen? Wie gesagt, da gucke ich einmal hier, aber ich gucke auch hier in die Auslage, weil vielleicht habe ich ja auch Gebäude hier ausliegen, wo die passende Figur dazu liegt. Dann ist es natürlich cool, wenn ich das schaffe, das Gebäude auszuspielen und dann im nächsten Zug sagen kann, okay, einfach so als Aktion nehme ich die Figur und lege sie in meine Stadt und handle dann vielleicht den Effekt ab, den ich machen möchte. Und da kann es tatsächlich sein, dass es am Anfang echt gut läuft, dass man gleich irgendwie in der ersten Runde 4, 5 Karten aufspielen kann. Manchmal hat man auch tatsächlich nur 2 Karten gespielt, weil zum Beispiel, jetzt könntest du, also ne, ich spiele halt gegen Rugworth, das sind hier diese schwarzen Ratten, das ist der neutrale Spieler im Solo-Spiel und der belegt halt bestimmte Felder und belegt auch nachher noch Karten, das zeige ich euch alles dann. Ich könnte zum Beispiel meinen Worker nehmen und auf eines dieser Felder setzen. Und zwar gibt es da hier oben, das ist immer mit diesen Tatzen markiert, einfach so allgemeine Felder. Und da gibt es entweder so Felder, die sind hier unten so offen. Das heißt, da können beliebig viele Figuren drauf und diese Aktion machen und sich einen so ein Harz und eine Karte nehmen. Ne, hier auch. Da kann sich halt jeder so 2 Karten und einen Punkt nehmen. Aber hier zum Beispiel, wo es einen Kiesel gibt, den braucht man halt oftmals, um Gebäude zu bauen, da kann nur eine Figur drauf. Ne? Genauso wie hier nur eine Figur drauf kann. Und hier können beliebig viele andere Figuren drauf. Außerdem gibt es noch so Karten, so Forest Cards. Da werden eben auch immer zufällig, nur bei 2 Spielern 3, ansonsten 4 Karten ausgelegt, wo halt nochmal extra Aktionen drauf sind. Die sind dann auch in jedem Spiel unterschiedlich. Sprich, diese Aktion, wo man 2 Harz und einen Zweig bekommt, was echt viel ist, gibt es nicht in jedem Spiel. Auch hier oben, das hat jetzt gerade der neutrale Spieler schon belegt, da kann man bis zu 3 Karten abwerfen von so einer Hand, was manchmal ganz gut ist, weil das Limit ja immer 8 beträgt, und bekommt dann eine beliebige Ressource für jede Karte, was auch gut ist, weil zum Beispiel diese Kiesel hier sind super wichtig, aber es gibt halt nur ein Feld, wo man die bekommt. Das heißt, da oder durch irgendwelche anderen Karteneffekte, die man cool kombinieren muss, aber ne, kann man halt auch nicht immer. Und dann gibt es ja auch gedruckt, das ist erst in der letzten Runde offen. Da kann es oftmals sein, dass man Arbeiter über hat und nichts mehr machen kann. Dann kann man da einfach Karten abwerfen, um dann noch Punkte zu machen. Hier kann ich Karten abwerfen, um dafür Ressourcen zu bekommen, was auch gut ist, wenn ich dann voller Karten habe. Und ich weiß, ich kann die eh alle nicht aufspielen. Spiele ich lieber 2 coole, hole mir darüber Ressourcen. Und schließlich gibt es hier noch so Achievements. Da muss man die darauf genannten Gebäude oder Figuren haben. Hier hat ein Teacher in der University. Dann kann man das Ding claimen mit auch einem Worker und kriegt da oftmals auch einen Spezialeffekt und in der Regel auch halt viele Punkte. Und es gibt noch so besondere Achievements wie hier das Monument. Das hier wird abgebildet, dass ich halt 3 Figuren haben muss, die so ein Symbol haben. Dann kann ich das claimen und quasi für einen Worker mir holen, die Punkte dafür kriegen. Oder hier 3 so Tatzen, also 3 extra Aktionsfelder. Dann kann ich das bekommen. Und hier 4 Erntefelder und hier 3 Kartografen, dann kann ich mir eins davon claimen. Das macht man üblicherweise in der letzten oder vorletzten Runde. So, das heißt, ich zum Beispiel finde jetzt die Mine gerade sehr lukrativ, weil ich da einen Kieselstein bekomme. Den kann ich vielleicht gebrauchen, weil ich habe keine anderen Karten, die gut zusammenpassen auf Hand. Das ist jetzt ein Pech, das ist auch wirklich einfach zufällig aufgebaut. Das heißt, ich brauche einen Zweig, ein Harz und einen Kieselstein. Da könnte ich jetzt zum Beispiel einen Arbeiter nehmen und den hier auf dieses 2 Karten eine beliebige Ressourcefeld stellen. Nehme dann halt so einen Kiesel, ihr seht schon, der Baum ist nicht so wirklich kamerafreundlich und bekomme 2 Karten, muss darauf achten, ich habe jetzt 2, 4, 5 Karten, jetzt habe ich 7 Karten auf der Hand und ich darf halt nicht über 8 kommen, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich die Frage, warum habe ich das gemacht, weil ich komme, also das ist gerade so mein Weg, an mehr Ressourcen zu kommen und so komme ich an mehr Karten und ich will immer viele Karten haben, damit ich einfach viele Optionen habe und hoffentlich auch passende Karten, passende Kombos auf die Hand bekomme. Jetzt könnte ich mir meinen zweiten Arbeiter sagen, hier zum Beispiel hierhin, hole mir dann da nochmal, das ist hier nicht so ganz kamerafreundlich, das ist eine Tarnfarbe hier quasi, hole mir 2-mal Harz und 1 und 2. Jetzt habe ich mal meinen Arbeiter verwendet, aber das ist nicht schlimm. Ich kann jetzt weiter noch Aktionen machen, auch wenn die Arbeiter weg sind. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich gebe 1 Holz, 1 Kiesel und 1 Harz aus und hole mir eben diese Mine, die genau diese Ressourcen kostet und spiele die jetzt hier in meine Auslage, in meine Stadt, wo ich halt insgesamt 15 Karten haben darf. Das ist ein Produktionsgebäude, das mir am Ende 2 Punkte bringt. Und jetzt sofort, die Produktionsgebäude bringen immer, wenn man sie baut, die Ressource, die draufsteht. Und das ist hier in dem Fall einfach ein Kiesel. Das heißt,
den bekomme ich jetzt und kann mir den nehmen. Das hier habe ich auch noch über, weil ich das nicht ausgegeben habe. Jetzt wird hier der freie Platz sofort nachgefüllt und noch ein Teacher. Cool wäre es natürlich, weswegen das Spiel auch manchmal so ein bisschen lucky ist und man kann da eigentlich immer was machen, wenn da jetzt ein Minor Mole gewesen wäre. Weil den hätte ich mir da wieder in die nächste Runde nehmen können und hätte ihn sofort spielen können. Da ich jetzt aber Solo spiele, ist jetzt erstmal, weil ich eine Karte gespielt habe, er dran. Er spielt Karte Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der König kommt raus, der kommt in seine Stadt, weil er kann auch manchmal hier so irgendwelche Achievements, wie hier, ne, wenn er jetzt noch, bei den Blumen gibt es sogar keine Achievements, aber wenn er die Karten hat, die er braucht, um sowas, so ein Event einfach zu erfüllen, dann tut er das. Auch wenn er hier die Karten hat, die er braucht für so Spezialevents, dann kriegt er das auch. Und für jedes Event, was ich am Ende nicht erfüllt habe, kriegt er auch nochmal Punkte. Also das will ich tun, nichts verhindern. Also kommt die Karte jetzt einfach weg. Und wird auch sofort durch einen ersetzt. Das ist auch ziemlich gut, dass das so läuft. Das ruiniert zwar manchmal durchaus meine Pläne, aber in diesem Spiel ist es wirklich wichtig, viele Karten zu sehen, damit man die passenden Karten auf die Hand bekommt und dann halt irgendwie coole Ketten machen kann oder Karten bekommt, die zu seinen Ressourcen passen, die man gerade hat. Und das ist halt ein Vorteil im 3- oder 4-Personen-Spiel. Bei 4 Personen kommt man durch diesen ganzen Kartenstapel durch. Das heißt, theoretisch sieht man jede Karte einmal. In der Praxis ist es natürlich auch oft, wenn ich dran bin, bis ich wieder dran bin, ist hier viel passiert. Dann können die Karten auch schon wieder alle weg sein, gebaut sein, abgeworfen sein. Das ist dann ein bisschen doof. Aber so funktioniert das prinzipiell. Und jetzt könnte ich halt gucken, ob ich noch was machen kann. Ich habe noch ein Harz und ich habe noch einen Kiesel. Ich habe keinen Arbeiter mehr, um noch an irgendwas ranzukommen. Und tatsächlich, der General Store braucht genau einen Kiesel und ein Harz, damit ich ihn bauen kann. Also gebe ich die Ressourcen jetzt mal aus, lege den hier in meine City, bekomme sofort die Ressource, also eine Beere. Hätte ich noch eine Farbe in meiner Stadt, würde ich noch eine weitere Beere bekommen. Habe ich aber gerade leider nicht. Also nehme ich mir die jetzt auch wieder hier aus dem Vorrat. Ja, dann fülle ich auch das hier wieder nach. Das ist jetzt ein günstiger Zufall, das habe ich nicht so vorbereitet, aber ich kann jetzt diese Beere hier ausgeben, um sofort diesen Innkeeper zu holen. Und der Innkeeper kostet mich einfach eine Beere und er sagt sofort, also er sagt, das ist ein Effekt, der triggert, wenn ich einen Critter spiele, dann kann ich den hier abwerfen aus meiner Stadt, also belegt dann keinen Slot mehr, bringt mir auch den Punkt nicht mehr, aber dafür senke ich die Kosten für diesen Critter, also für diese Figur, um drei Beeren. Das heißt, ne, die kosten eigentlich immer Beeren. Das heißt, ich kann den jetzt nehmen und hier hinlegen, fülle hier sofort den Slot nach. Da ist zum Beispiel so ein Critter, der 3 Beeren kostet. Und jetzt, ne, ich habe zwar keine Worker mehr, ich habe auch gar keine Ressourcen mehr. Mit dieser Karte habe ich jetzt wieder Optionen. Das heißt, ich kann jetzt gucken, was ich hier machen kann. Ne, das hier sind die 4 Critter, die ich habe. Der kostet 4 Beeren. Da ich keine Beere mehr habe, fällt der schon mal raus. Ich könnte jetzt quasi, ne, so einen Shopkeeper spielen. Der bringt mir immer eine Beere, nachdem ich einen anderen Critter gespielt habe. Das heißt, mit diesen Beeren ziehe ich halt andere Tiere an. Oder der Teacher, wo ich 2 Karten ziehe, eine bekomme und eine einem anderen Spieler gebe. Ne, der bringt natürlich auch noch Punkte. Oder ich kann natürlich wieder hier in der Auslage gucken und sehe, ne, hier gibt es auch nochmal so einen Teacher, den kennen wir schon. Haspin ist auch langweilig. So ein Historian, diese Fledermaus, kostet 2. Und damit kann ich immer, wenn ich einen Critter oder eine Construction gespielt habe, eine Karte spielen. Das heißt, ihr habt natürlich gut aufgepasst. Ich hätte für diese Karte hier würfeln müssen, eine 6. Damit würde jetzt der Kran rauskommen. Dann wäre das natürlich sofort nachgefüllt worden. Und auch für diese Karte, die ich hier gespielt habe, hätte ich auch nochmal würfeln müssen, eine 2. Da wäre diese Karte rausgekommen. Und das wäre dann auch sofort nachgefüllt worden. Das heißt, ich habe jetzt schon mal einen ganz guten Durchfluss. Und jetzt kann ich jetzt sagen, okay, ne, es hätte auch sein können, dass der Historian jetzt raus ist. Und jetzt kann ich jetzt sagen, okay, ich als nächste Aktion werfe ich diesen Innkeeper ab und nehme mir dann so einen Historian. Da triggert jetzt erstmal nichts. Dann fülle ich sofort wieder die Kartenhand nach. Oh, jetzt kommt ein Minor Mole. Den könnte ich spielen, aber ja, jetzt ist nämlich genau das passiert. Ich habe eine 3 gespielt. Eine 3 ist dieser Minor Mole, der kommt also raus. Die Mine sagt, spiel Minor Mole umsonst. Super ärgerlich, dass mir mein Mitspieler den jetzt gerade weggekauft hat. Es gibt die Karten aber alle mehrfach, also kann ich hoffen. Na, ein Chip Sweep. Leider nicht. Das ist natürlich super doof für mich. Und damit ist meine Runde jetzt, glaube ich, wirklich zu Ende. Ich habe nämlich hier nichts, was ich irgendwie umsonst spielen kann. Es gibt zum Beispiel noch die Ruinen. Damit kann man ein Gebäude wieder abreißen und kriegt dann die Ressourcen und zieht noch 2 Karten. Das ist ganz cool, wenn man zwischendurch noch irgendwie so Triggerkarten gespielt hat, wie die hier zum Beispiel, dass man noch irgendwie noch mehr Stuff bekommt. Dann lohnt sich das, das abzureißen, nochmal neu zu bauen, kostet wieder einen Slot, gucken uns dann an, wenn es soweit ist. Jetzt mache ich die 3. Aktion, die es gibt, neben Worker setzen und Karten ausspielen. Ich bereite die nächste Season, die nächste Jahreszeit vor. Dafür nehme ich jetzt meine Arbeiter wieder zurück und gucke hier oben auf den Baum. Ich kriege halt dieses Eichhörnchen, ne? Plus einen Worker bekomme ich und alle meine Produktionsgebäude produzieren jetzt einmal. Das trifft im Prinzip die beiden, also bekomme ich einen Kiesel und eine Beere. Hätte ich noch eine Farm, würde ich noch eine Beere mehr bekommen, habe ich aber nicht. So, jetzt geht die nächste Runde los. So, der neutrale Spieler bewegt dann seinen Worker auf dieses Feld. Das ist jetzt
blockiert. Der wird jetzt gegen den Uhrzeigersinn, also hier auf dieses Feld bewegt, das damit gesperrt ist. Und auch er bekommt jetzt einen Arbeiter und stellt den hier auf die erste Karte. Die kann er jetzt kaufen, das heißt, wenn er eine 1 wird, kriegt er die einfach. Aber ich kann diese Karte jetzt nicht mehr kaufen. Nächste Runde wird hier eine Figur raufkommen und dann hierauf. Das heißt, meine Auswahl wird auch immer eingeschränkter. Außerdem würde man jetzt gucken, das sind seine Karten, die er hat, aber damit schon irgendein Achievement erfüllt hat. Er hat zum Beispiel 2 von diesen Papierdingern oder 2 von diesen Produktionskarten. Aber wie wir sehen, man braucht immer mindestens 3. Und das ist so eine Sache, das wäre mit mehr Spielern übrigens anders. Also das wäre genauso. Ich hätte mich jetzt ganz genauso für die nächste Season vorbereiten können, aber die anderen Spieler könnten einfach noch weiterspielen. Wenn die noch Sachen machen können, dann können die einfach weiter Sachen machen. Und ich bin schon in der nächsten Season und die sind noch eine Season hinter mir. Das kann von Vorteil oder von Nachteil sein, das muss man mal gucken so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, auch am Spielende ist es dann so, wenn ein Spieler fertig ist, dann kann der andere noch weiterspielen. Das kann dazu führen, dass man teilweise vielleicht noch 5 bis 10 Minuten zugucken muss. Aber meistens, auch gerade wenn man noch alleine dran ist, geht es dann schon sehr schnell. Und ist eigentlich nicht so ein Problem, gerade Solo natürlich eh nicht, zu zweit auch überschaubar, zu dritt und zu viert muss ich mal gucken, in den Spielerzeiten habe ich es bisher selbst noch nicht gespielt. So, jetzt kann ich natürlich wieder gucken, ne? Kann ich hiervon jetzt schon irgendwas bauen? Nein. Kann ich hiervon vielleicht schon irgendwas bauen? Von dem, was mir zugänglich ist, nicht, also muss ich jetzt natürlich planen, okay, ich habe 3 Arbeiter, das ist schon mal ein bisschen mehr, kann ich mir machen. Was möchte ich tun? Und jetzt habe ich ja zum Beispiel dieses Aktionsfeld hier, das einfach besagt, wirf bis zu 3 Karten ab und bekomme dann für jedes eine beliebige Ressource. Das heißt, ich könnte mir jetzt meine Kartenhand oder auch diese offene Auslage angucken und überlegen, welche Karte ist gerade für mich am verlockendsten? Welche möchte ich unbedingt bauen? Wo habe ich vielleicht zum Gebäude auch den passenden Critter hier irgendwo auslegen oder auf der Hand? Und dann werfe ich halt die Karten, die ich nicht brauche, die ich eh nicht bauen werde, wahrscheinlich ab, bekomme die Ressourcen dafür, kann das Ganze ausbauen, bekomme die Karte dazu, hoffe, dass mir der Mitspieler die dann nicht wegkauft oder wegwürfelt in dem Fall. Das ist mega cool. Ich habe 7 Karten auf Hand. Das heißt, egal was ich mache, ich darf maximal noch eine ziehen. Deswegen ist diese Aktion, glaube ich, eh ganz gut. Also gehe ich da jetzt mal drauf und kann jetzt bis zu 3 Karten abwerfen. Ich glaube, ich hätte tatsächlich gerne so eine Farm. Und ein Palast ist auch nicht schlecht. Falls ich, also ich glaube, den Doktor, also normalerweise ist hier der Ablageplatz für Karten. Die werden dann verdeckt abgelegt. Ich lege die jetzt einfach mal hierhin, den kann ich abwerfen. Ich glaube, Shopkeeper, da reicht mir einer. Und so ein Teacher, begrenzt gut. Also nehme ich jetzt einfach mal, habe ich die 3 abgeworfen mit dieser Aktion hier und darf jetzt 3 beliebige Ressourcen nehmen. Das heißt, ich kann mir einfach die passenden Ressourcen hierfür nehmen und bin jetzt ja eben sofort nochmal dran und kann sagen, okay, ich spiele jetzt mal diese Farm hier aus. Ne? Kostet mich genau die Ressourcen, die ich mir gerade genommen habe und ich bekomme dann eine Beere und ich kann Husband und Wife für umsonst aus der Auslage oder von meiner Hand spielen. Also mache ich das, lege das hier hin, gebe 2 Holz und ein Harz ab, bekomme sofort, ne, weil das ja Baubonus gibt, eine Beere, habe jetzt immer schon mal 2 Beeren, habe jetzt eine Karte gespielt, das heißt, ich würfel, es ist nicht wahr, es kommt die, ja, das ist ärgerlich, er kauft mir jetzt quasi den Husband, den ich damit für umsonst spielen wollte, vor der Nase weg, dieser böse Rockword, und dafür kommt ein Teacher hin. Tja, das ist natürlich ärgerlich, aber kann man nichts machen, da muss ich halt leben, aber ich habe das Ding jetzt ja auch gebaut und der Historian sagt, ziehe eine Karte, nachdem du ein Critter oder eine Construction gespielt hast. Und das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte. Glück für mich, ich habe ein Wife bekommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach dieses Wife als Aktion für umsonst ausspielen, weil mir eben die Farm genau das erlaubt. Husband oder Wife for free. Dann nehme ich halt so ein Token, deck das ab und das kann ich jetzt nicht nochmal machen. Also mit jedem Gebäude kann man alles nur einmal machen. Was macht das Wife? Das Wife gibt einfach 3 Punkte, wenn ich den Husband gespielt habe. Und es kann sich den Platz mit dem Husband teilen. Hab damit natürlich wieder eine Karte gespielt, also wird gewürfelt. Die 7, also diese Farm hier, kommt jetzt auch raus. Das ist gar nicht so gut, weil jetzt erfüllt er gleich ein Achievement. So, und da kommt ein Twig Barge hin. Also ein Zweig, was auch immer. Ich habe jetzt schon nur noch 3 Handkarten, das ist schon gar nicht so geil. Aber ihr habt sicher aufgepasst, ich habe ja den General Store. Damit kann ich jetzt einfach den Shopkeeper, den ich auf der Hand habe, für umsonst spielen. Normal soll man so 3x5er machen. Ich lege den jetzt einfach trotzdem nochmal hier zu. Den Shopkeeper spiele ich jetzt quasi for free. Das heißt, er darf auch gleich wieder würfeln. Aber erstmal bekomme ich jetzt nochmal wieder eine neue Karte. Clock Tower, ein Gebäude. Und mehr triggert nicht. Deswegen sollte man auch diese Karten, die irgendwie triggern, irgendwie meistens so zusammenlegen, damit man da nicht die Übersicht verliert. Wenn ich jetzt einen Critter ausspiele, dann bekomme ich hier eine Beere und hier eine Karte. Das ist ziemlich cool. Ich kann übrigens nicht sagen, warum das Licht hier gerade so mega komisch ist, aber nun gut. So, er würfelt jetzt eine 8, das heißt, die Fairgrounds kommen auch raus. Aber gut für mich, kommt hier eine, hoffentlich, oh, ein Mönch. Hab leider noch kein Kloster. Jetzt habe ich immer noch 3 Karten, ich habe immer noch 2 Arbeiter, das heißt, ich kann gucken, was kann ich jetzt irgendwie noch Cooles machen.
So, und jetzt kann ich nämlich diesen Clock Tower spielen. Ich zeige euch gleich, was es macht. Ich gehe hier hin, hole mir 3 Holz und ne, da ich jetzt ja eh gleich wieder dran bin, nochmal muss ich jetzt abwarten, würde ich halt 3 Holz und einen Kieselstein abgeben, um diesen Clock Tower direkt auszuspielen. Das heißt, ich lege den jetzt hier hin, bekomme jetzt dafür wieder durch den Historian eine Karte, Würfel. Das ist eine 1, das heißt, die Karte, die er sich eh schon reserviert hat, die packt er hier raus. Und da kommt sofort eine neue hin, auf die ich keinen Zugriff habe. Architekt, schön. Aber jetzt kommt der Clock Tower. Der bringt mir zwar 0 Punkte, das heißt, wenn ich irgendwie den nachher loswerden kann, das ist ziemlich cool. Ein Historian könnte ich for free spielen, ist nur doof, weil der Historian, der ist unique. Das heißt, den kann ich nur einmal spielen, ist auch doof. Aber ich kann da jetzt 3 Siegpunktmarker drauflegen. Und so wie ich das verstehe, habe ich die Siegpunktmarker am Ende auch. Aber ich kann auch, wenn ich mich für eine Season vorbereite, also ich quasi die Runde wechsle, einen hier ausgeben und kann dann eine der Locations, wo ich einen Arbeiter habe, nochmal aktivieren. Das ist ziemlich cool. Das konnte ich bisher noch nie aktivieren, weil die Karte kam bisher immer relativ spät. Auch dann kann die noch mächtig sein. Aber jetzt finde ich die gerade ziemlich cool. Das waren viele Cools hintereinander. Leg die hin und leg jetzt hier mal 3 so einzelne Siegpunkte-Chips drauf. Habe jetzt quasi schon mal 3 Punkte, aber ich kann, wie gesagt, auch den Wert reduzieren, um dafür mehr Ressourcen zu bekommen. Aber ihr seht das, ich bin jetzt so Mitte Runde 2, habe von 2, 4, 6, 7 Gebäude, also fast die Hälfte der Gebäude gebaut und muss jetzt eben auch so ein bisschen gucken, dass ich nicht einfach nur hier ganz viele Gebäude hinbaue, weil nächste Runde habe ich noch einen Arbeiter mehr, kann noch mehr Ketteneffekte triggern, bekomme vielleicht noch mehr Ressourcen am Anfang, weil ich jetzt vielleicht noch irgendwas Cooles schaffe zu bauen oder so, das weiß ich nicht. Und dann sollte man eben auch wirklich gezielt darauf achten, dass man diese Events hier bekommt und dass man eben auch die Sachen bekommt, die hier in der Auslage liegen. Und dafür ist natürlich immer ein bisschen glücklich, ne? Monasterian Wanderer haben wir noch gar nicht gesehen. Oder auch hier Courthouse und Ranger haben wir, glaube ich, auch beides noch nicht gesehen. Genau wie hier Historian und Ruins, das heißt Historian habe ich schon, ich brauche nur noch Ruinen. Und hier ein Teacher und eine University. Teacher haben wir schon einige, eine University noch nicht. Also wenn ich natürlich darauf gehe, sollte ich zusehen, dass ich an viele Karten komme. Kann aber auch einfach versuchen, auf Karten mit diesem Symbol zu gehen, weil die bringen mir halt immer für irgendwas anderes Punkte und kann dadurch natürlich versuchen, viele Punkte zu kriegen. Ich habe es bisher, also ein Beispiel von Abrechnung und Anleitung, erreichen die 62 Punkte. Das habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich denke, wenn man wirklich geübt in dem Spiel ist, kann man das locker schlagen, aber bisher war ich da immer, auch wenn knapp, aber ich war drunter. Ich habe hier auch gerade gar nichts irgendwie, was genau das braucht und nichts, wo ich das irgendwie vorbereiten kann. Und ich habe nur noch einen Arbeiter, das heißt, meine Season ist wahrscheinlich gleich vorbei. Also gehe ich vielleicht einfach mal auf das Feld hier, wo ich 2 Karten und eine beliebige Ressource bekomme, nur 2. Dann nehme ich mir jetzt vielleicht einfach mal eine Beere, gucke mir dann mal hoch die Karten an. Jetzt habe ich einen Innkeeper und einen Inn. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn ich erst schaffe, das Inn zu bauen und dann den Innkeeper. Und ich glaube, es ist jetzt ganz weise, die Runde zu beenden, weil, wie gesagt, ich kann hinten raus, meistens kann man noch viel mehr machen und ich will ja noch bestimmte Achievements erreichen und so. Und ich will natürlich im Solo-Spiel auch gerade verhindern, dass ich jetzt noch Dinge mache, er dann Karten bekommt, er einfach viele Achievements vorher kriegt. Also das ist auch ganz gut im Solo-Spiel, dass man da auch so ein bisschen dazu gezwungen wird, sich zurückzuhalten, weil sonst kauft er ihm einfach die Sachen weg. Das heißt, ich bereite jetzt die nächste Season vor, also hole ich mir einfach mal meine 3 Arbeiter wieder zurück. Bekomme den Arbeiter von hier. Oh, warte. Ich stand ja hier, ne? Weil ich habe mir ja den Clock Tower geholt, der ja sagt, Diskarde irgendwas hier und bekomme dann eine Ressource nochmal von irgendwoher. Das heißt, ich könnte jetzt auch wieder 3 Karten abwerfen und dann dafür 3 beliebige Ressourcen bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Oder 3 Holz. Ja, das ist alles. Nee, ich werfe mal die 3 hier weg. Ich aktiviere das hier nochmal, bekomme dafür 3 Ressourcen, hole mir jetzt also genau die Ressourcen, die ich hierfür brauche. Und dann muss ich vielleicht zusehen, dass ich wieder Karten auf die Hand bekomme. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so geil, aber das mache ich, ne, mit dem Clock Tower. Und dann kommen die quasi wieder zurück. So, und jetzt ist er dran. Er geht jetzt quasi hier hin. Er wandert jetzt hier auf das Ding mit dem Kieselstein, kriegt halt noch seinen Arbeiter wieder, der auf dem Feld hier landet. Und so schön war das gar nicht, weil ich hier steht, bekomme einen Arbeiter und bekomme 2 Karten von der Wiese. Also kann ich jetzt hier 2 Karten ziehen, außer die beiden, die dann auch sofort nachgefüllt werden. Das heißt, da kann ich jetzt schon mal doch so ein bisschen gucken, dass das vielleicht triggert und ich da vielleicht tolle Sachen machen kann. Und ich glaube, ich nehme einfach mal hier diesen Ship Sweep, ne, womit ich ein Gebäude meiner Stadt aktivieren kann und der bringt 2 Punkte. Den kann ich mit dem Innkeeper, zeige ich euch gleich, umsonst spielen. Und jetzt ziehe ich noch eine Karte und es wird erst nachgefüllt, wenn ich komplett alles, was ich in einem Zug ziehen kann, gezogen habe. Und da, ja, Punkte bringt hier gerade nicht so viel aus der Architekt, den darf ich aber nicht kaufen. Also sage ich einfach mal, okay, ich nehme mal die Twig Barge vielleicht. So, dann werden hier wieder 2 Karten nachgelegt. Eine Chapelle, nicht
schlecht. Ruinen wären nicht schlecht. Die sind aber nicht da. Monastery, Wanderer, Quarter. Es sind einfach bisher noch nicht die Karten gekommen, die ich hier für diese Achievements brauche. Also gehe ich jetzt erstmal auf die Ereignisse da unten. Und tatsächlich gucken wir jetzt wieder, das bezieht sich nur auf die Basic Events, ob irgendwas davon erfüllt. Er hat 1, 2, 3, 4 von diesen Produktionsleuten. Das heißt, damit kriegt er dieses Harvest Festival. Er hat 1, 2 von denen nur. Er hat 2 von einem, also von allen anderen braucht er 3. Hat er aber, so wie ich das hier gerade sehe, nicht. Aber das hat er mir jetzt schon mal weggekauft. So, und schon geht die vorletzte Runde los. Das sind meine Optionen, die ich habe. Und ich habe mir jetzt das alles geholt, um es kann übrigens sein, dass ich ab und zu mal vergesse, für ihn zu würfeln oder sowas. Das ist einfach solo spielen, sich Gedanken über alles machen, noch filmen, mit euch quatschen. Da vergisst man sowas manchmal. Ich glaube, ihr versteht, wie das prinzipiell läuft. Und wahrscheinlich seid ihr jetzt auch schon irgendwie schon längst beim Fazit und guckt gar nicht mehr zu. Falls doch, gucken wir mal, was ich jetzt für coolen Kram mache. Und zwar baue ich jetzt das Inn. Das ist eine Kneipe. Eine Kneipe ist natürlich doof, wenn keiner reingeht. Immer nur die gleichen Stammgäste da sind, weil wenn die mal irgendwie wegsterben, dann ist der Umsatz weg. Ist doof. Deswegen ist das Ding open. Da kann jeder seinen Arbeiter reinsetzen. Das ist auch, glaube ich, mir nur bei der Kneipe bewusst. Vielleicht gibt es noch mehr Karten, die das können, aber wenn nicht viele. Und immer wenn wer anders da reingeht, kriege ich einen Siegpunkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber das Ding baue ich jetzt einfach mal für die Ressourcen, die ich mir gerade genommen habe. Ne, leg das also auch hier hin, gebe 2 Holz und ein Wachs aus. Er würfelt gleich. Da lege ich mir mal den Würfel hier hin. Die runden Komponenten rollen übrigens auch mal gerne weg. Jetzt habe ich das gemacht, ein Gebäude gebaut. Dafür bekomme ich eine Karte. Und sonst leider nichts. Meine Produktionsgebäude haben auch gar nicht produziert. Das passiert erst vor Beginn der nächsten Runde. Ich habe jetzt ein Courthouse bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Da bekommt man immer, wenn man eine Construction spielt, eine beliebige Ressource von den dreien hier. Plus halt eine Karte durch meinen Historian. Das ist ziemlich cool. Und der Judge kann auch coole Dinge, aber der muss erstmal kommen. Dann spielt er jetzt erstmal eine Karte, eine 1. Das heißt, er kauft sich den Architekten. Und da kommt ein Woodcarver hin. Dann habe ich jetzt hier das Inn, das heißt, ich kann vor meiner Hand den Innkeeper für umsonst spielen. Dann kommt hier wieder so ein Occupied-Marker drauf, um anzusagen, dass ich das nicht normal machen kann. Ich habe ein Critter oder Construction gespielt, dafür ziehe ich eine Karte. Ein Fool, der bringt minus 2 Punkte, den gebe ich aber wem anders, also auch zum Beispiel ihm, wobei ich glaube, da wird er abgeworfen oder so, keine Ahnung. Und ich kriege eine Beere durch meinen Shopkeeper. Wenn ich einen Critter gespielt habe, das ist ja ein Critter. Und den Innkeeper kann ich jetzt abwerfen, eben um einen anderen Critter zu spielen und dafür 3 Bären zu sparen. Ja, und das mache ich doch einfach mal. Der kommt weg. Dafür spiele ich jetzt einfach mal, gucken, was liegt da aus. Ich spiele mal ihn hier, den Ship Sweep, auch ein Critter. Das heißt, den habe ich jetzt gespielt. Dafür würfelt er gleich wieder. Ich ziehe durch ihn eine Karte. Ich darf auch noch, ich habe eh zu wenig Karten auf der Hand. Ich bekomme hier noch eine Beere jetzt wieder und habe dafür auch gar nichts ausgegeben. Und jetzt kann ich wieder ein Produktionsgebäude in meiner Stadt aktivieren. Das ist scheinbar irgendwie ein Bärenspiel. Ich kann jetzt hier diesen General Store zum Beispiel aktivieren. Und wenn ich eine Farm in meiner Stadt habe, was ich habe, hier hinten, bekomme ich noch eine zusätzliche Beere. Das heißt, ich kann richtig viele Tiere anlocken. Mal gucken, ob man da coole Kombos machen kann. So mehr auf Tiere als auf Gebäude habe ich bisher auch noch nicht gespielt. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht getan. Dadurch, dass ich das gespielt habe, nimmt er jetzt die 7 raus. Der Woodcraver kommt in seinen Vorrat und ich sollte jetzt auch mal gucken, dass ich vielleicht welche... Oh, Castle. Ein Castle brauchen wir für den King. Der King lag leider noch nicht aus. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel eine Beere ausgeben, um den Monk zu kaufen, weil ich habe ja super viele Bären. Und jetzt kann ich bis zu 2 Bären aus meinem Vorrat an einen Opponent geben. Das ist in dem Fall er, aber dann werfe ich sie einfach zurück in den Vorrat. Normalerweise wird die jetzt wirklich irgendwer bekommen und für jeden... den ich abgeben habe, bekomme ich 2 Siegpunkte, also in dem Fall 4. Und das ist auch ein Produktionsgebäude, das heißt, jedes Mal, wenn ich produziere, also noch einmal im Spiel, kann ich das nochmal machen. Oder wenn ich es irgendwie schaffen sollte, den hier nochmal zu aktivieren oder so einen zu bauen, kann ich das nochmal aus der Reihe tun. Das heißt, die Gebäude kann man durchaus häufiger aktivieren im Spiel. Das ist halt ziemlich cool. Wie gesagt, das ist alles nicht so planbar. Man muss immer ein bisschen gucken, was kommt da überhaupt an Karten, wie kann ich das irgendwie machen. Aber man muss sich halt immer darauf einstellen, gucken, okay, hier kann ich das machen, da das. Führt dazu, dass man sich ziemlich reindenken kann und reindenken muss, wenn man das Ding gewinnen will. Das ist also deutlich härter und tiefgehender, als man denkt. Dann würfel ich wieder. Das ist eine 6. Das heißt, erstmal wäre vorher hier nachgefüllt worden. Ein Wife. Okay. Und Karte Nummer 6 ist das Post Office. Das kommt dann auch raus. Wird auch nachgefüllt. Und oh, da ist der King und bei mir das Castle. Das ist nicht schlecht. Die hätte ich gerne beide. Aber ich bin weit davon. Den König könnte ich sogar spielen. Aber da ich hier 1, 2, 3 mit so einer Schriftrolle habe oder so ein Papierstück, hole ich mir jetzt einfach das City Monument, lege das in meine Stadt, stelle einen Arbeiter drauf, habe mir das schon mal gesichert. Das ist schon mal ganz gut, kann er mir das nicht wegnehmen.
Also das Wife habe ich ja schon, ich brauche den Husband, wie doof. Und ich habe ja auch schon 10 Plätze belegt, das heißt, ich kann auch nur noch 3 Plätze belegen. Mal gucken, ob ich noch was erfülle. Nein, weit davon entfernt. Hiervon bräuchte ich noch 2, die sind teuer gerade. Um es schnell zu machen, kann ich jetzt sagen, ich will vielleicht das Courthouse spielen, also gehe ich hier hin, kriege halt 2 Harz und ein Holz. Und ja, Kiesel ist belegt. Das ist doof. Das heißt, ich gehe vielleicht noch hier hin, werfe jetzt mal tatsächlich 3 Karten ab, um beliebige Ressourcen zu bekommen. Also nochmal ein Kiesel und vielleicht einfach nochmal 2 Bären. Dann habe ich ja hier 6 Bären. Das heißt, ich kann jetzt, bevor er mir den irgendwie wegkauft, mir diesen König hier holen und den einfach aufspielen. Wie gesagt, hätte ich erst das Castle gebaut, hätte ich das umsonst machen können, aber es ist mir irgendwie gerade zu heiß. Also gebe ich hier mal 2, 4, 6 Bären ab. Bekomme aber immer, wenn ich einen Critter gespielt habe, einen wieder. Deswegen lasse ich gleich mal einen da liegen und ich ziehe noch eine Karte. Das ist jetzt noch eine Farm. Das heißt, den König habe ich hier hingespielt. Der bringt mir erst am Ende nochmal extra Siegpunkte. Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Ich fülle wieder nach. Würfel, die 4 kommt raus, der Bade. Hoffentlich kommt da jetzt was Cooles hin, so ein Husband, ein Ranger. Ein Ranger brauche ich zusammen mit dem Courthouse. Das Courthouse habe ich ja auf der Hand und werde das gleich aufspielen. Das ist natürlich super cool. Das heißt, das mache ich doch jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt diese beiden Bären aus, nehme dann den Ranger, spiele den einfach. Dann bekomme ich dafür wieder eine Bäre zurück. Und ziehe noch eine Karte, noch so ein Inn. Hier wird nachgefüllt. Resin Refinery, das ist die Nummer 3, das heißt die Chapel kommt raus. Nur die brauche ich in dem Fall nicht, das ist also nicht so schlimm. Und dann kommt hier ein Dungeon, auch nicht schlecht. Nein, ich brauche 2 Kiesel. Ich kann das Courthouse nicht spielen. Verdammte Axt, da habe ich mich verguckt. Aber egal, mache ich nächste Runde. Ich habe ja den hier noch. Ärgerlich. Doch, ich kann meine Kneipe nutzen. Play a Critter Construction from the Meadow for 3 fewer. Ärgerlich. Kann ich aber trotzdem theoretisch nutzen. Oder ich gehe einfach hier hin und nehme mir nochmal so einen Siegpunkt und ziehe 2 Karten und hoffe jetzt mal, dass da was Cooles bei ist. So ein Twin Barge könnte ich mir ein Theater. Für jeden einzigartigen Critter in meiner Stadt würde ich eine Karte bekommen. Okay, ich denke, das war's. Oh, ich hoffe, das war ja ein Bild. Das war's für diese Runde. Ich mache, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe leider auch keine Arbeiter mehr. Nö, dann war's das. Also gehe ich in die nächste Season zurück. Ich kann jetzt erstmal hier wieder einen Marker von meinem Courthouse Clock Tower ausgeben, um irgendein Feldchen nochmal zu benutzen. Karten abwerfen, nochmal 2 Karten und einen Punkt. 2, 3, 4. Das hier bringt nichts. Ja, haben es besser als brauchen. Also aktiviere ich den hier jetzt nochmal. Nehmen wir hier 2 Harz und ein Holz. Jetzt sieht das ja ressourcenmäßig ja nicht so schlecht aus. Hole mir dann meinen Arbeiter wieder zurück. Bekomme noch die beiden Arbeiter von hier oben. Bekomme den hier zurück. Habe jetzt also 6 Stück auf der Hand. Er bekommt auch noch 2 Arbeiter. Die stellt er hier und hier hin. Der hier wandert jetzt hier auf das Dreierfeld. Und der hier wandert jetzt, glaube ich, hier auf diese Marble und die Karte. Und er wandert hier auf das Dreierfeld. Das ist ein Spot, der jetzt offen ist, den wir vorher noch gar nicht benutzen konnten, aber der ist auch nur only open in autumn, also nur im Herbst. Hier kann ich jetzt, wenn ich hier hingehe, mit einem Arbeiter 5 Karten abwerfen und bekomme dafür 5 Punkte. Muss aber auch so viele Karten haben, um das machen zu können. Sprich, ich habe ja gesagt, in der letzten Runde kann es manchmal sein, dass man zu viel Kram hat und noch Arbeiter hat und gar keinen Platz mehr auch vielleicht in der Stadt hat. Hier kann man halt noch den Karten in Punkte ummünzen. Hier anderes Feld, das auch alle beliebig oft benutzen können. Man kann Karten abwerfen. Pro 2 Karten bekommt man eine beliebige Ressource. Das ist halt immer dann gut, wenn das hier nicht im Spiel ist, weil das ist ja eine zufällige Aktionskarte. Da können auch andere sein. So, und jetzt geht die letzte Runde los. So, er hier kauft mir jetzt tatsächlich noch das Ding hier weg, weil er 3 mit diesen Füßen drauf hat. Also bekommt er das auch nochmal. Und dann geht die letzte Runde los. Ich möchte auf jeden Fall das Courthouse spielen. Das heißt, ich gehe vielleicht erstmal hier drauf, bekomme dadurch ein Kieselstein. Es gibt doch sicher mal bessere Optionen, als das, was ich gerade mache. Ha, warte, ich habe es ja vergessen. Hier steht ja Produktion. Also produzieren alle meine Gebäude. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich hoffe, ich habe mir die 2 Karten noch nicht genommen. Ich glaube nicht. Also ich bekomme erstmal hier ein Kiesel. Hier bekomme ich 2 Bären. Hier bekomme ich noch eine Bäre. Hier kann ich 2 Bären abgeben, um dafür jeweils Punkte zu bekommen. Ich glaube, das mache ich mal. Gebe die zurück in den Vorrat, bekomme da 4 Punkte für. Und hier kann ich jetzt noch irgendein anderes Produktionsding
in meiner Auslage nochmal aktivieren und sage doch einfach mal, ich aktiviere vielleicht das hier nochmal und bekomme dafür noch so ein Key. Na, oder ich könnte sagen, ich gebe nochmal zwei Bären ab. 2, 4, 6, 8 und 2. Will ich das oder will ich das nicht? Ist die Frage, was ist besser? Jetzt einfach nochmal einen Kieselstein zu bekommen, damit ich welche habe. Ich gebe einfach mal die Bären ab nochmal. Na, ich habe jetzt den Mönch nochmal aktiviert, der auch so ein Produktionsfeld hat und bekomme dafür nochmal 4 Punkte. 4 Punkte ist einfach safe und ich habe halt 4 Punkte bekommen, ne, die ich sonst durch so eine Karte hier vielleicht mal bekommen würde. Ihr seht, die sind alle unter 4 Punkte und verbraucht keinen Platz in meiner Stadt. Das ist cool. Dann geht die Runde los und jetzt habe ich tatsächlich durch mein Einkommen genug, um das Courthouse spielen zu können. Dafür gebe ich ein Holz, ein Harz und 2 Ziegel aus. Lege den dann auch in meine Stadt. Dann triggert das hier. Ich kriege eine Karte, noch so einen Clock Tower, den brauche ich jetzt nicht. Bin mir sicher, ich habe das irgendwann mal vergessen. Aber egal, das ist jetzt wirklich nur so ein Demospiel. Da muss man nicht perfekt spielen, auch wenn es manche gibt, die sagen, hast du, aber ist ja Wumpe, mir zumindest. Jetzt kann ich gucken, ich habe noch 3 Harz und ein Holz. Damit könnte ich sogar noch so ein Inn bauen, ich könnte Farm bauen. Ich will aber Punkte, Punkte, Punkte natürlich. Ich habe ja einen Ranger und ein Courthouse. Das ist das Erste, was ich mache. Ich habe hier ein Courthouse und einen Ranger, was ich brauche. Also lege ich das mir hin. Achieve das, ne, sitzt da einer drauf. Ne, Capture of the Acorn Thieves. When achieved, place up to 2 Critters from your city upside down beneath this event. Am Ende 3 Punkte für jeden Critter. Das ist ziemlich cool, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil da kann ich jetzt zum Beispiel den Monk, der 0 Punkte wert ist, den kann ich jetzt einfach hier drunter legen. Damit ist der 3 Punkte wert. Jetzt kann ich hier noch irgendwie anders gucken, was ich so habe. Oh, euch ist bestimmt auch aufgefallen, ich habe tatsächlich einen Ranger gespielt und habe seine Fähigkeit nicht benutzt. Ich hätte einen Arbeiter nochmal auf ein anderes Feld schieben können, hätte jetzt noch mehr Ressourcen. Ärgerlich, aber passiert. Jetzt kann ich halt noch irgendeinen anderen, es muss auch tatsächlich ein Critter sein, den ich da drunter schiebe. Aber da kann ich jetzt hier einen nehmen, der weniger Punkte bringt, wie zum Beispiel so ein Ranger. Schiebe ich jetzt auch hier drunter, ist halt 6 Punkte wert. Und schon habe ich wieder Platz. Das heißt 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ich könnte jetzt noch 4 Karten spielen, wenn ich das dann hinbekomme. Ich habe noch super viele Arbeiter offen. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich habe hier trotzdem noch relativ wenig Punkte zu liegen. Aber da geht was. Und ich habe schon manche Sachen vergessen, wie ihr gesehen habt. Aber trotzdem ist da einiges möglich. Meine Auswahl hier an Karten ist natürlich ein bisschen eingeschränkter, weil hier diese ganzen Karten belegt sind. Ist doof. Ich kann mal gucken. Hier, Monastery und Wanderer brauche ich. Gibt es beides nicht, habe ich noch nicht gesehen. Historian und Runes. Für Ruins muss ich halt irgendwie zusehen, dass ich Karten ziehe. Und hier brauche ich einen Teacher und eine University. Teacher liegen hier aus, University auch nicht. Also ist Kartenziehen eigentlich gerade ziemlich cool, um dann noch weitere Events zu erfüllen. 2, 4, 5 Karten habe ich. Also würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier hin, ziehe dort 2 Karten und bekomme einen Punkt. Und jetzt habe ich hier so Miner Mole gezogen. Ich habe eine Mine. Das heißt, auch die kann ich jetzt occupyen. Ich hoffe, ich habe auch immer gewürfelt, wenn ich würfeln musste. Kann den jetzt eben ausspielen. Dafür triggert halt wieder, dass ich eine Beere bekomme durch den Shopkeeper und ich ziehe eine Karte, wenn ich einen Critter gespielt habe. Cemetery, cool. Dann wird hier nochmal gewürfelt. Die 8, Wife kommt raus, ärgerlich. Und dafür kommt auch eine neue Karte. Das kann ziemlich ein General Store. Ist nicht so geil. Und jetzt kann ich halt eine Produktion in der Opponent City kopieren. Das heißt, da kann ich jetzt gucken. Hier kriege ich nur eine Beere. Hier, wenn ich einen Wife habe, das hat er nicht. Hat er mir auch vorhin weggenommen, oder? Ja, hat er. Das heißt, da könnte ich eine beliebige Ressource bekommen. Hier könnte ich 3 Holz abgeben, um für jedes einen Punkt zu bekommen. Hier 2 Karten ziehen, eine behalten und dem Opponent geben. Und hier kann ich nochmal in der Opponent City was... Okay, das könnte einen Ketteneffekt geben, weil hiermit kann ich wieder was in meiner Stadt aktivieren. Das heißt, ich aktiviere einfach mal die Farm und hole mir einfach noch eine Beere. Komm, was soll der Geil? Und dann gebe ich tatsächlich diese beiden Beeren aus, um diesen Teacher-Vogel hier anzulocken. Muss gleich würfeln. Hier kommt sofort eine Karte. Neu, ich bekomme noch eine Beere durch den Shopkeeper, durch den Historian ziehe ich noch eine Karte, 2, 4, 6, 7, 8, damit bin ich am Maximum, Monastery, das ist cool, weil das braucht man und noch ein Wanderer, also ich muss noch an mehr Karten kommen, ja, das ist doof, 2, 4, 6, 8, ja, das ist der Teacher ziemlich doof, weil ich hätte nochmal 2 Karten ziehen können, hätte eine behalten können, eine dem Opponent geben können, kann ich jetzt nicht, weil ich bin am Kartenlimit und bei 8 Karten ist wirklich Schluss, ich darf jetzt nicht mehr ziehen, da ist das Spiel echt hart, also muss ich gucken, was mache ich? Das will ich bauen in der Hoffnung, dass irgendwie die anderen Karten noch kommen. Das ist jetzt echt doof, das ärgert mich gerade so ein bisschen, aber passiert halt in dem Spiel. Ich muss würfeln, das ist die 5, da ist der Wanderer gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein.
Nein, ich hoffe, da kommt ein neuer. Verdammt, nein, Crane. Oh, das ist das zweite Achievement, das ich hätte. Und da hätte ich dann for each worker in your monastery. Da kann man scheinbar Worker rein. Boah, krass. Krass, wie ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht kommt da noch einer. Ich muss mal gucken. Ich kann auch ein bisschen was machen jetzt. Ich hoffe, ich habe sonst alle Effekte abgehandelt. Das heißt, ich würde jetzt gerne, damit mir sowas nicht wieder passiert, hier auf dieses Feld gehen, die Journey, 2, 4, 5 Punkte discarden und dann ist das Feld einfach 5 Punkte wert. Das mache ich doch einfach mal. Ich habe 13 Slots hier, das heißt, ich baue jetzt mal das Monastery, gebe dafür ein Holz. Ich habe keinen Kiesel, nein, das ist voll dumm. Es gibt eine Karte, da kann man eine beliebige Ressource durch eine andere ersetzen. Das ist ziemlich nice, aber das kann ich jetzt nicht machen. Das ist doof. Ja, ich gehe mir die Arbeit aus, aber wir wollen das Video auch nicht ewig lang werden lassen. Ich hole mir hier einfach diesen Kiesel für einen Arbeiter. Dann spiele ich jetzt das Monastery aus, gebe dafür jetzt halt den Kiesel, Harz und das Ding hier aus. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen, weil ich bekomme ja hier jetzt auch eine beliebige Ressource, da muss ich dran denken. Außerdem erstmal noch eine Karte, also gucken, was ich hier habe. Oh, die Ruinen. Die Ruinen waren gut. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist echt ganz gut. Dann nehme ich mir vielleicht einfach mal, was brauchen wir für den Wanderer? 2 Bären. Ich nehme mir einfach mal als Riss, eine Bäre darf ich mir nehmen. Also nehme ich mir einen Kiesel. Gut, jetzt habe ich noch genau einen Slot. Aber das ist auch ganz cool, jetzt habe ich die Ruinen gezogen. Die brauche ich für das Achievement hier, Historian and Ruins. Und die kann ich jetzt spielen, um irgendwas abzureißen, was ich eh nicht mehr brauche und dafür die Ressourcen zu bekommen. Das heißt, da könnte ich jetzt sagen, mit den Ruinen discarde ich den Clock Tower, womit wahrscheinlich auch dieser Punkt discardet wird. Da müsst ihr jetzt nachgucken, aber mache ich einfach mal nicht. Das heißt, die kommen jetzt raus. Ich bekomme die Ressourcen, die da draufstehen, also in dem Fall 3 Holz und ein Kiesel. Und durch die Ruinen ziehe ich tatsächlich noch Karten nach und hoffe, dass da jetzt auch gute kommen. Oh, Wife und Husband wäre mir lieber ein Shepherd. Den brauche ich nicht wirklich. Jetzt habe ich ja die Voraussetzung hierfür erfüllt, Historian and Ruins. Das heißt, ich kann das Ding jetzt hier auch erfüllen. Und das sagt er, when achieved, reveal, also von da, 5 Karten. Ich kann die entweder ziehen oder sie da drunter tun. Es ist einfach ein Punkt wert für jede Karte, die da drunter ist. Das heißt, ich lege das jetzt auch hier hin. Ziehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, ob da vielleicht was Cooles bei ist. Resin Refinery und Wanderer. Das ist doch super gut, bis auf das mit der Beere. Ah. Hart, hart, hart ärgerlich. Ich fürchte, ich werde da auch nicht mehr groß rankommen können. Ärgerlich. Da fehlt mir jetzt genau eine Beere für. Wahrscheinlich habt ihr wieder irgendwas gesehen, wie ich den das hätte machen können, aber ich sehe da... Nee, es funktioniert einfach nicht. Ich habe auch das Lookout nicht gebaut, dann könnte ich es einfach so bauen. Ärgerlich. Weil das wäre noch das dritte Achievement gewesen. Aber mir fehlt tatsächlich eine Beere. Und ich habe halt auch nur noch einen Arbeiter. Ich hätte das hier vielleicht, weiß man nicht. Ärgerlich. Ich gucke gerade, ich sehe hier auch keine Möglichkeit. In dem Fall, unter Vorbehalt, werfe ich einfach mal alle 5 Karten nicht ab, sondern ich lege sie einfach hier drunter. Sind dann halt 5 Punkte. Ist ja auch okay. Ich habe auch gerade mal geguckt, ich finde keine andere Möglichkeit. Das heißt, ich spiele jetzt einfach als letztes Gebäude das Theater aus. Das kostet mich 3 Holz, ein Kiesel und ein Harz. Werf die ab, beziehungsweise als vorletzte Aktion. Bekomme dafür jetzt noch eine Karte. Vielleicht geht damit ja noch was. Das Castle. Und ich bekomme, weil ich eine Construction gebaut habe, noch eine beliebige Ressource. Da kann ich jetzt mal... Sicherheitshalber behalte ich den Wanderer doch mal auf der Hand. Das ist jetzt zwar ein bisschen geschummelt, aber egal. Das würde ich einfach aus Gefühl raus machen. Ich nehme mir tatsächlich... Aha, ich kriege nichts mehr. Egal. Okay, ich behalte ihn jetzt auf der Hand. Das ist ein Punkt weniger, ist ja egal. Das Ärgerliche ist auch, ich habe zwar jetzt 15 Plätze belegt. Dieser Wanderer, der würde keinen Platz in meiner City belegen. Ich kann ihn nicht bauen. Wenn ich mir hier eine Beere nehmen könnte, wäre das total super. Ich habe keinen Critter gebaut. Ich kann jetzt nur gucken, wo mache ich jetzt noch die meisten Punkte mit meinem letzten Arbeiter. Ich kann hier 2 Ressourcen ausgeben, um dafür 4 Punkte zu bekommen. Ich kann hier 4 Punkte machen. Ich kann es großartig machen. Also gehe ich einfach dahin, werfe 4 Karten ab. Und das war's dann auch. Ja, jetzt würde man eben einfach die Punkte abrechnen. So, jetzt würde ich auf den ganzen Gebäuden meine Punkte addieren. Das sind insgesamt auf den ganzen Gebäuden 25 Punkte. Dann würde ich die Punkte hier addieren. Das wären halt ne, 9, 12, 15, dann würde ich die Punkte drauf rechnen, das wären einmal 3
Hier wäre jede Karte 3 Punkte wert, also immerhin auch nochmal 6. Hier ist jede Karte einfach 1 Punkt wert, das sind jetzt in dem Fall nur 4. Und dann würde ich nochmal gucken, hier das zum Beispiel, der König, für das Basic Event, was ich achieved habe, 1 Punkt und für das Special Event, was ich achieved, also ne, das hier sind die Basic Events und das hier sind die Special Events, davon habe ich 2, finde immer eine 1, das heißt, das sind nochmal 5 Punkte obendrauf. Hier würde ich einfach, wenn ich einen Husband hätte, wäre es 3 Punkte wert, statt nur 2. Und hier jetzt beim Theater für jeden Unique Critter in meiner City 1 Punkt. Unique ist der hier, 1, 2, dann 3. Boah, sind einfach 3, die ich nochmal obendrauf bekomme. Und ich habe mich wieder verbessert. Ich habe jetzt einen Score von 61 Punkten. In der Anleitung im Basisspiel haben sie 62 Punkte. Das heißt, hätte ich jetzt diesen Wanderer noch bauen können, hätte ich für den selbst nochmal einen Punkt bekommen und hätte ich für jeden Worker im Monastery nochmal 3 Punkte bekommen. Okay, das wäre jetzt eh ein bisschen doof, weil ich hätte jetzt keine Arbeiter mehr reinstellen können, aber ich hätte zumindest erfüllt, hätte dafür durch den König auch nochmal Punkte bekommen und wäre dann über die 62 Punkte rübergerutscht. Ich habe jetzt zum Schluss auch hier das Würfen vergessen und bestimmt noch irgendwie 2-3 andere Fehler gemacht, aber es geht hier nicht darum, dass das jetzt ein komplettes Spiel ist, so wie Benjamin das spielt, müssen wir das Spiel auch spielen, so ein komplettes Regelerklärvideo. Es ist ein Regelübersichtsvideo gewesen, wo ihr einmal eine Partie gesehen habt und wenn ihr jetzt die Anleitung lest, dann denke ich, seid ihr super schnell in die Regeln drin und ihr habt jetzt vor allen Dingen Eindruck davon bekommen, was ist die Natur dieses Spiels. Und die Natur dieses Spiels, oder es geht im Herzen darum, coole Kombos zu haben, aus wenig viel zu machen, am Anfang wirklich nur mit 2 Arbeitern zu starten, kaum Ressourcen zu haben, zu gucken, wie kann ich Karten cool kombinieren, auch nicht zu viel zu bauen und zu viel rauszuhauen, weil ich habe das mal mit einem Kumpel gespielt, der hat in der ersten Runde schon 6 Karten da liegen gehabt, hat eine krasse Engine gehabt, hatte hier dieses Storehouse, was ich gar nicht habe, wo man immer, wenn man es aufspielt, Ressourcen drauflegen kann, wenn man die Produktionsphase hat, kommen da Ressourcen drauf, wenn man Arbeiter drauf hat, dann kann man das irgendwie alles runternehmen und der hat dann halt oftmals hier sowas aktiviert und das dann irgendwie doppelt aktiviert, hat da 1000 Ressourcen drauf und hat auch irgendwie in Runde 3 gefühlt schon alle Slots voll und war am Ende echt dick, also hat er einfach in der letzten Runde zu viele Ressourcen, die ganzen Arbeiter, aber keinen Platz mehr. Das heißt, muss da mal gucken und eben auch auf diese Achievements durchaus ein bisschen gehen, wobei das, finde ich, ist für mich bisher noch eindeutig eine Schwäche. Diese Karten hier, es kann halt sein, dass die einfach gar nicht kommen oder dass die kommen und ihr die gar nicht holen könnt, weil eure Mitspieler die natürlich sofort nehmen, wenn sie die Ressourcen dafür haben, weil die auch auf diese Charaktere gehen. Da kann man vielleicht versuchen, wenn man weiß, was die Kosten in Ressourcen, dass man die entsprechenden Ressourcen bunkert oder die Gebäude dafür schon mal baut, wenn man die dann hat. Also es ist ein bisschen Glück natürlich und es ist natürlich auch, wie gesagt, lucky, wenn ich hier irgendwas baue, so ein Courthouse und dann wird die nächste Karte aufgedeckt und es ist ein Judge. Ist jetzt kein Judge, dann könnte ich den umsonst spielen. Der hat auch einen coolen Effekt. Das kann natürlich immer passieren. Also das ist wirklich, ihr habt das jetzt ja gesehen, ne? Man kann immer gucken. Ich kann hier das machen, wenn ich die Karte aufspiele, dann bekomme ich dafür Ressourcen, ziehe Karten nach, diese Karten können wieder neue Möglichkeiten sein. Also sehr taktisch für Leute, die jetzt wirklich alles hardcore planen, wie man das bei Gaia-Projekten macht. Für die ist das gar nichts. Aber mich triggert das komplett. Also das, was man hier so macht, mit diesen auch verschiedenen Aktionsfeldern, die dann auch immer auswechselbar sind, wo es andere in jedem Spiel gibt, mit diesen Achievements finde ich ein kleiner Schwachpunkt. Das macht mir total viel Spaß. Das erinnert mich, also ich habe das Spiel auch gerne beschrieben als irgendwie Imperial Settlers und Seven Wonders bekommen Baby. So könnte das aussehen. Wunderhübsch. Der Baum hier, ihr merkt es schon, ne, wenn man auf der Seite vom Tisch sitzt, dann sieht man nicht viel. Der ist wirklich ein Gimmick, den wird man auch irgendwann auf jeden Fall abbauen und nicht mehr benutzen. Ihr seht das hier hinten schon, man baut den ständig auf und ich hoffe, man sieht das. Wenn man den immer auf und zu baut, hier, das löst sich schon, das muss man irgendwann zusammenkleben. Das ist halt nicht ganz so geil, leider. Der ist auch nicht dazu gedacht, dass man den hier durch die Gegend schiebt. Er sieht, wie gesagt, natürlich super cool aus, ist echt ein tolles Gimmick. Aber im Zweifel hat man das irgendwann so liegen, legt dann hier die Achievements aus und stellt die Worker irgendwo bei sich hin oder an die Seite. Das geht auch. Bei dem Plan sagen auch einige Leute, er ist zu groß. Und ja, er ist tatsächlich ein bisschen unförmig, aber diese 8 Karten müssen eh irgendwo auf den Tisch. Diese Aktionsfelder müssen auch irgendwo auf den Tisch. Die Ressourcen müssen irgendwo hin. Die Ablageflächen dafür braucht man auch. Also das hat schon, das funktioniert schon. Man braucht halt einen großen Tisch und ein bisschen Platz dabei, weil diese 15 Karten muss man einfach hinlegen. Aber wenn ich das jetzt wirklich hier in die Mitte vom Tisch legen würde und der eine würde hier seine Karten hinlegen, der andere hier und der andere da, das würde schon funktionieren. Habt ihr halt einen sehr kleinen Tisch, kann das tatsächlich ein Problem sein. Aber wie gesagt, ich finde es nicht wirklich zu groß. Wie gesagt, dieser Baum, der auseinanderfällt, ist
halt überflüssig, aber mein Gott. Und ich war echt super überrascht davon. Also ich habe echt nicht gedacht, dass es so ein krass tiefgehendes Spiel ist. Wie gesagt, es ist ein Kartenspiel. Man muss es eben mögen, dass da gewisse Kombinationen mal kommen können oder nicht, dass man darauf spielt. Und wenn sie kommen, ist gut. Aber es war bisher noch nie so, dass der Spieler, der es dann bekommen hat, auch wirklich immer krass vorne war und nicht mehr einholbar war. Man kann irgendwie immer was machen. Der Solo-Modus funktioniert auch echt erstaunlich gut, wobei halt auch nicht alle Karten reinkommen. Aber wie gesagt, auch damit kann man ganz gut arbeiten. Diese Funktion, dass halt Gebäude einmal gratis wen reinholen können, dann auch nicht wieder, ist auch gut umgesetzt. So dieser Mix aus Worker-Placement, wie gesagt, am Anfang super wenig, zwei Worker. Man kann eine erste Runde haben, wo man, ich glaube, ich hatte das gerade, oder? Ich habe ein paar mehr Karten gespielt. Man kann auch mal nur ein oder zwei Karten spielen. Das ist auch ähnlich wie bei Imperial Settlers, dass wenn ihr es mit wem komplett neu spielt, der spielt vielleicht nur zwei Aktionen, spielt eine Karte aus und ist fertig. Und irgendjemand anders, der schon ein paar Mal gespielt hat oder sich da schnell gut reindenken kann, der kann irgendwie fünf Karten in der ersten Runde spielen. Das kann dann gut sein, muss aber nicht, aber schadet in der Regel zumindest auch nicht. Wobei es eben auch Karten, ne, wie den Innkeeper oder so gibt, wo man auch wieder Karten abwerfen kann, um dann bessere Karten zu spielen. Da muss man halt immer ein bisschen drauf gucken. Eben auch, dass man diese Karten bekommt, die einem nochmal irgendwie extra Punkte geben, weil wenn man die nicht hat, wird es eben auch schwer. Vielleicht auch, dass man einfach von diesen Punkteschips hier während des Spiels viele sammelt, was ich jetzt auch gemacht habe und hatte dann eben schon so einen ganz guten Score. Was man eben auch sagen muss, diese Ressourcen, die rollen halt ständig über den Tisch. Die sind zwar super hübsch, sehen halt wirklich aus wie Zweige, oder auch hier die Bären, die rollen halt auch gerne dann mal weg. Das ist halt auch nicht ganz schön. Das ist halt hübsch, super toll gemacht. Aber ich habe da lieber Ressourcen, die wirklich gut funktionieren, als Ressourcen, die einfach nur hübsch sind. Diese Figuren sind super cute. Die habe ich jetzt in der Schachtel. Müsst ihr euch auch mal angucken im Video oder Fotos. Da sind da kleine Igel bei, kleine Schildkröten. Das ist auch echt sweet. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, 7, 8, 9 Partien davon gespielt, ein paar Solo, viele zu zweit, noch keine zu dritt oder zu viert. Ich habe immer noch richtig Bock auf das Spiel, das wird noch einige Partien sehen. Das macht, triggert mich total an, dieses Tableau-Building, dieses Ketten kombinieren, auch gucken, hier kann ich das machen, dann kann ich die verkaufen, die überbauen, spiele ich den, werfe den wieder ab, bekomme dafür die und die Ressourcen. Das kann lange dauern. Ich habe das mit einem Kumpel gespielt, der sich da voll reingedacht hat, der auch irgendwie Spaß daran hat, das alles so aufzubauen. Aber das hat halt dann gedauert. Also in 40 Minuten ist das Spiel durchaus schwer spielbar, aber es ist in 40 Minuten spielbar. Und ja, ich glaube, das war einmal soweit alles zu Everdell. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen, wie das Spiel ist, ob das was für euch sein könnte. Für mich ist es absolut was. Es hat, wie gesagt, durchaus Schwachpunkte. Könnt ihr auch mal auf Boardgaming gucken. Da gibt es eben auch viele Leute, denen gefällt das mit diesen Karten, dass manche Glück haben können, andere nicht so. Wobei ich das, wie gesagt, bisher nicht so schlimm und nicht so stark fand. Also bei mir wird das Spiel noch einige Partien sehen. Auf jeden Fall aktuell lieber gerade das als 51st State, was denen auch auf Boardgaming vorgeworfen wurde. Keine einzige neue Idee. Das stimmt eigentlich theoretisch sogar. Also, ne, diese Karten, Ressourcen, die was kosten, dass die produzieren, dass die bestimmte Effekte haben, dass man Achievements haben kann, da ist nichts Neues drin. In der Tat, nicht? Bis auf vielleicht, also dieses Konzept, mit dem ich habe eine eigene Hand und ich habe eine öffentliche Hand, wird mir jetzt spontan nichts einfallen. Gibt es bestimmt auch, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber das finde ich ein cooles Konzept, auf jeden Fall. Das funktioniert, das macht Spaß. Diese Limitierung auf 15 Karten ist auch recht gut. Die Limitierung auf 8 Karten ist auch gut. Da muss man halt mit arbeiten, mit Dealen irgendwie. Die Limitierung der Arbeiter ist gut. Also diese ganzen Limitationen, die im Spiel drin sind, tun dem Spiel richtig gut. Wenn man einfach alles machen könnte, könnte das wirklich irgendwie explodieren. Und man hätte auch einfach dann zu viele Möglichkeiten durch zu viele Karten. Das ist schon echt gut so. Also von mir bekommt es 2 Eichhörnchen nach oben. Das war einmal mein langes Video zu Everdell. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Es wird irgendwann, ich bin noch gar nicht am Ende, ich denke, spätestens in einem Jahr wird das auf Deutsch rauskommen und hier wird Feuerland, Schwerkraft, Asmodee, irgendwas draufstehen. Das wird einen deutschen Vertrieb finden, bin ich mir absolut sicher. Preis von der Collector's Edition sind $70, das ist nicht ohne, aber dieses Spiel, das, also ich habe ja gerade Markus, vom Montag und Markus hier gehabt, der ja auch im Spielehandel quasi einfach arbeitet und er sagt auch, was ja vollkommen richtig ist, ne? Kleiner Verlag, deswegen ja auch ein Kickstarter, Karten sind tatsächlich, man denkt, das sind ein paar Karten, die machen ein Spiel richtig teuer. Die Dinger hier sind nicht wirklich, also die kann man, da kann man ganze Spiele mit den Dingern machen, das können wir für 5 Euro anbieten. Karten drucken, Karten gestalten ist super, super teuer, macht so ein Spiel auch teuer. Dazu, na klar, den Baum braucht man nicht, diese Ressourcen hier könnte man auch irgendwie alles anders machen, aber die Autoren haben gesagt, nein, wir wollen das so haben. Und
man könnte, Gameplay-mäßig könnte man vielleicht sagen, ja, von dem, was du so kennst, sind 40 Euro okay. Aber es ist ein Kleinverlag. Vielleicht wird dieses Spiel auch nie einen deutschen Vertrieb bekommen und nie die große Öffentlichkeit ansprechen. Dann will man das jetzt haben, weil sonst kriegt man das nicht mehr. Und es ist ein verdammt cooles Spiel. Die ganzen Komponenten, das Material, das Spielbrett, die Karten, der Würfel, die Figuren, der Baum, die Ressourcen, das Geld, wobei das im Normalfall, das ist jetzt die Collector's Edition, einfach nur Plastikmarker sind, das ist dieses Geld auf jeden Fall wert. Wir sind ein bisschen andere Sachen gewöhnt, auch einfach von diesen großen Verlagen, die Spiele in großen Massen und Mengen auf den Markt werfen und eben auch die ganzen Grafiker und alles haben. Bei solchen Sachen, die sind halt teurer, das Geld muss man bereit sein auszugeben. Wenn man das nicht ist, wenn man sagt, hier, ne, Sparfuchs oder so, dann halt nicht, aber euch entgeht da halt echt was Cooles. Ich kann das nur empfehlen, vielleicht wird es ja, ne, 70 Dollar sind ja ungefähr 60 Euro knapp, vielleicht wird es auch eine Nicht-Collectors Edition geben, die ein bisschen billiger ist. Ich find's cool, ich kann es nur empfehlen. Das war's von mir. Ich danke fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.